Hallo liebe Freunde vom Freien Welt, ich begrüße euch einmal mehr aus dem wunderschönen Ecuador und heute zeige ich euch, was ich alles in meiner Fototasche habe. Ich sitze in einem wunderschönen Hostel. Die Tasse gehört nicht dazu, hier regnet es nur rein, weil es hat heute den ganzen Vormittag, jetzt gerade schon wieder, hat heute den ganzen Vormittag gewittert und gedonnert und es ist richtig kalt hier. Aber ja, jetzt fangen wir an. Wie gesagt, die meisten wissen es, ich bin mit dem Motorrad unterwegs und deswegen habe ich meine komplette Kameraausrüstung eigentlich im Tankrucksack. Dafür habe ich diese Tasche. Die kann ich auch als Rucksack verwenden, aber meistens, wenn ich auf Wanderungen gehe, dann packe ich die ganze Ausrüstung um. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ja, wenn ihr jetzt die neueste Ausrüstung hier erwartet, die schnellste Nikon, Canon oder Sony, dann seid ihr absolut auf dem falschen Kanal. Ich habe das auf Reise dabei, was ich mir vor 3 Jahren angeschafft habe. Es sind Nikon-Kameras, Sony habe ich auch ein bisschen, aber das zeige ich euch ja jetzt gleich. Wichtig ist, dass das Zeug funktioniert und zuverlässig ist. Ich mache die Tasche mal auf. So, mein Schätzchen, die Nikon D7100, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel jetzt. Die Kamera ist extrem zuverlässig, die war schon wirklich überall, Antarktis, Grönland. Ich war in der Wüste damit, ich war in Afrika damit, ja, die ganze Südamerika-Reise war sie dabei. Und ja, ich möchte sie nicht missen, die funktioniert einfach immer. Hat schon ein paar Blessuren, aber das macht es dann aus. Dann wird sie so richtig schön griffig. Ich nehme sie wirklich gerne in die Hand. Einfach eine super Kamera. Würde ich mir jetzt wieder eine Kamera kaufen, ich würde bei Nikon bleiben. Ich bin absolut zufrieden mit dem System. Weiter gibt es da eigentlich nichts dazu zu sagen. Im Moment habe ich einen 50mm drauf. Das Nikon 1:1.4. Ist nicht ganz günstig, die Linse. Aber die ist richtig gut. Habe ich ganz gerne für Porträts oder für Street Photography. Ist die schärfste Linse, wo ich habe. Funktioniert bestens. Kann ich nur empfehlen. Als zweite Festbrennweite habe ich immer das Nikkor 35mm 1:1.8 im Gepäck. Ist eine super Linse, gehört meiner Meinung nach in jede Fototasche von DX-Fotografen. Benutze ich ganz gerne auch natürlich für Street Photography oder ja, wenn ich einfach mal faul bin, wenn ich durch die Straßen laufe. Ja, dann habe ich noch eine Linse. Das ist mein Standard-Reise-Zoom, sagt man ja dazu. Das ist ein Sigma 17-70mm. Die Linse hat einen kleinen Fehler mit dem Autofokus mittlerweile. Aber funktioniert trotzdem noch ziemlich gut. Ich mag es ganz gerne, weil ein Makro, also man kann eine Makro-Option aktivieren. Ist natürlich jetzt da nicht die beste High-End-Linse für sowas, aber ich mache das ziemlich selten und die Option ist auf jeden Fall da. So, wer wirklich nur Geld hat für eine Linse, dem kann ich das Sigma durchaus empfehlen. Ist besser als das Kit-Objektiv von Nikon. Bisschen schärfer. Und ja, universell einsetzbar. Jenes Objektiv habe ich immer drauf, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Also wenn ich nicht weiß, okay, bin ich jetzt dann in dem Haus oder bin ich draußen unterwegs oder ich habe einfach keinen Platz im Gepäck, also auf Wanderungen zum Beispiel, wo ich wirklich nur eine Linse mitnehmen kann. Ja, stellen wir das mal so hin. Dann habe ich noch eine Kamera, die filmt gerade, das ist die Nikon D5100. Auch eine coole Kamera, die ist ziemlich klein, hat ein Klappdisplay, was ich richtig gut finde. Jene Kamera verwende ich hauptsächlich für die Videos, so wie jetzt, und für Timelapse-Aufnahmen. Im Moment filmt die Nikon mit einem Sigma 10-20mm, also ein Weitwinkel-Zoom. Mit dem bin ich auch sehr zufrieden, war schon überall wirklich, so wie meine Nikon hier in der Antarktis, Grönland, im Eiskalten und im Arschwarmen, um das mal so zu sagen. Also war alles dabei und funktioniert bestens, kann ich auch nur empfehlen. So, dann habe ich noch
Was habe ich hier? Ah, hier habe ich eine Helmkamera. Ich bin ja Motorradfahrer und ich habe keine GoPro. Ich hatte GoPros, die habe ich 3 Stück verloren. Danach habe ich mir die Drift gekauft. Da gibt es mittlerweile auch ein besseres Modell. Was schön ist, für Motorradfahrer speziell, ist, dass die Kamera seitlich am Helm befestigt wird und nicht wie diese GoPros dann wie ein Teletubby am Kopf. Funktioniert einwandfrei, sehr robust, ist auch wasserdicht, also wenn es mal regnet, kann man einfach weiterfahren. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich hier noch eine Kamera, die Sony RX102. Da gibt es ja mittlerweile auch ein Nachfolgemodell. Ich bin aber mit jener hier ziemlich zufrieden. Was die nicht so mag, ist, die mag die Feuchte nicht so. Also ich musste sie schon 3-mal öffnen und ein bisschen reinigen mit Alkohol. Und ja, aber dann geht sie noch. Und jene Kamera verwende ich auch für hier Selfies und Selfie-Videos. Da gibt es ja in nächster Zeit noch mehr auf Freiheitenwelt. Zum Fotografieren verwende ich sie ziemlich ungern. Da fehlt einfach die Dynamik. Wenn man Himmel drauf hat, blauer Himmel, Wolken und Vordergrundlandschaft, das wird einfach nichts. Gut hingegen ist er aber auch bei Streetfotografie, weil sie schön klein ist. Man kann auf Menschen direkt zugehen, von dem her nicht schlecht. Im Moment benutze ich die als Mikrofon und deswegen filme die jetzt hier weiter. Dann habe ich dabei ein Blitzgerät. Das ist auch von Nikon. Speedlight SB700. Das Teil verwende ich mehr und mehr für verschiedene Aufnahmen mit Blitz. Funktioniert einwandfrei. Ist ein bisschen kleiner. Ja, jetzt hat es hier drauf geregnet. Na toll. Mir gefährlich hier dieses Video zu machen. Ist schön klein, passt ins Gepäck, ist in der nützlichen Tasche drin. Kommt mit einigen Schnickschnack daher, also so Aufsetzfilter in verschiedenen Farben. Verwende ich ab und an, also mit einem Blitz auf Reisen ist man mit dem Blitz ganz gut bedient. Dann habe ich dabei, was habe ich da hier? Dann habe ich hier Graufilter, hat es 2 Stück, einmal, also ND30 sind beide. Ich habe auch gar keine anderen Filter dabei. Ich hatte mal welche, aber die gehen bei der Fahrt mit dem Motorrad immer gern kaputt durch die Vibrationen. Und ja, ich habe einmal einen für das Sigma 10-20 und nochmal einen für dieses Sigma 17-70. Mehr braucht es nicht. Dann habe ich hier, verwende ich auch mehr und mehr in letzter Zeit, einen Reflektor. Ich mache ja gerne jetzt in letzter Zeit mehr mit Models und sowas auch. Das kommt dann alles noch in Zukunft. Das Ding ist ziemlich klein, ein bisschen größer wäre schon besser, aber es muss halt immer noch auch ins Gepäck passen bei mir. Das ist halt immer der Limitationsfaktor. Und dann habe ich noch, das ist jetzt fast schon kindisch, aber es funktioniert ziemlich cool. Es ist eine Mini-Softbox. Und was ich da manchmal mache, ich hatte eine größere Softbox, die habe ich aber wieder abgegeben, weil sie einfach zu groß war. Ich kann diese Mini-Softbox verwenden mit... Mit diesem Teil hier, das wird dazu genutzt, das Licht zu dämpfen. Dann verwende ich das praktisch so. Blitz, Mini-Softbox und dann noch das. Und das gibt ein bisschen ein weicheres Licht als der harte Blitz. Ist natürlich nicht so gut wie die Softbox, aber ist eine gute Alternative, wenn es darum geht, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Und das ist ja bei mir immer das Wichtigste. Das Ganze passt in diese kleine Tasche. Fertig damit. Ich habe seit neuestem, funktioniert leider nicht, ein Ansteckmikrofon. Da hat es einen Adapter dazu, der ist mir leider kaputt gegangen. Und wie es in Südamerika so ist, kommt man nicht so schnell an Ersatzteile. Aber daran arbeite ich mit Hochdruck, damit die Videos auf YouTube bald besser werden. Dann habe ich Akkus, jede Menge Ersatzakkus. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Ersatzakkus für die verschiedenen Kameras. Das reicht mir aus. Ich kann auch mal eine Wochentour machen. Das funktioniert ziemlich gut. Dann habe ich hier einen Funkauslöser. Das ist ganz geschickt.
Test von Hänel, GigaT Pro 2. Für den muss man fast schon studiert haben, um den bedienen zu können. Also es ist nicht ganz so leicht. Verwende ich für Timelapse-Aufnahmen oder zum Beispiel, wenn ich jetzt Aufnahmen mache von der Motorradfahrt wiederum, dann kommt der Funkaufsatz auf die Kamera und ich kann dann mit dem Funk auslösen. Das ist ziemlich geschickt. Das ist natürlich ein bisschen eine Spielerei, aber einen Funkauslöser sollte man schon auf jeden Fall dabei haben. So, habe ich hier noch was drin? Nein, da habe ich nichts mehr. Dann habe ich, oh ja, Kameragott verwende ich eigentlich nie. Ich weiß nicht warum. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Kamera hier so rumbaumelt. Ich habe die Kamera wirklich immer nur in meiner Hand, weil wenn ich rausgehe zum Fotografieren, dann brauche ich die Kamera und ich brauche die nicht um den Bauch. Und also mir ist die noch nie aus der Hand gefallen. Und ja, also ich habe ihn zwar dabei, aber wirklich, der, schau dir, der ist nur nagelneu, der hat noch gar keinen Schmutz. Verwende ich wirklich fast nie. Oh ja, da habe ich hier so ein geschicktes kleines Teil. Das finde ich ganz cool. Mit dem kann ich meine kleine Driftkamera auf die Kamera aufstecken. Und dann kann man dann so coole Videos machen, wie ich zum Beispiel fotografiere und auf Menschen zugehe. Das werdet ihr in Zukunft sicherlich auch noch öfters sehen. Kostet gar nichts, 2 Euro oder so. So, da habe ich hier noch mehrere Akkus. Kann man ja auch immer ganz gut gebrauchen. So, dann hier mein Stativ. Ist ein Faisol Travel Stativ mit einem CB40D Ball Head Kopf. Das Teil ist auch einfach spitze, habe ich jetzt schon seit 6 Jahren. Es ist super robust. Hatte ich schon überall, Hitze, Kälte. Sieht auch noch ziemlich cool aus mit dem Blau. Das war damals eine Special Edition. Kann ich nur empfehlen. Ist jetzt nichts, was man auf Amazon findet. Faisol muss man direkt über die Homepage kaufen. Ja. Ah ja, hier steht es ja. Das Stativ ist ein CT3441S. Okay. Ja, okay, das lege ich jetzt mal hier hin. Ja, und dann habe ich hier meinen Computer, ein MacBook hier mit den schönen Aufklebern, die sind schon ziemlich runtergekommen. Ich bin ja, wie gesagt, schon 3 Jahre auf Reisen. Dem Teil mache ich wirklich alles, also Videos, Fotos, alles, was ihr von mir findet im Internet, mache ich nur damit. Ich bin ja, wie gesagt, auf Reisen, ich habe kein Studio, ich habe kein iMac oder eine Workstation oder sowas, das habe ich alles nicht. Nur damit, das Ding möchte ich nicht missen, funktioniert einwandfrei. Empfehlen, weiß ich nicht, hat ein bisschen Hitzeprobleme, also die Hitze mag der Computer nicht. Dann ja, natürlich Festplatten ohne Ende, da habe ich verschiedene, ich habe verschiedene Erfahrungen damit gemacht. Das ist hier für mein Backup, dann habe ich jetzt hier noch 2. Ich markiere mir dann immer, zum Beispiel wie diese hier, die ist für Videos, die ist für Bilder. Wenn sie voll sind, schicke ich sie immer in die Heimat. Das sind jetzt schon, ich habe bestimmt schon 6 oder 7 Stück von denen verbraucht. Speicherplatz, immer wichtig. So, habe ich noch was, schauen wir mal. Also das ist noch meine zusätzliche Tasche. Und okay, Ladegerät für die Batterien. Und, oh, das ist eine ganz neue Anschaffung. Das ist ein kleiner Stick zum Reinigen vom Sensor. Funktioniert richtig gut. Da habe ich einen Artikel geschrieben auf meiner Homepage. Ja, und dann, das hat mit Fotografie jetzt gar nichts zu tun, aber die beste elektronische Anschaffung des letzten Jahrzehntes, mein Kindle, verwende ich fast täglich, wenn ich im Zelt bin. Lesen, da sind Unmenge von Büchern drauf. Klasse Teil, nie mehr ohne Kindle auf Reisen. So, hier ist nicht mehr weiter drin. Dann habe ich hier noch einfach ein paar Speicherkarten. Die gehen mir auch immer kaputt. Also die von Samsung kann ich nicht empfehlen, die von SanDisk, die halten ziemlich gut. Und dann habe ich hier noch, ja, ein bisschen zum Linsenreinigen. Dann gibt es hier ein paar Tücher und so, das brauche ich jetzt nicht raussuchen. Und Notizbücher. So, ihr seht, ich bin mit fast schon Antiquitäten hier unterwegs. Aber so geht's weiter. Ich bin
mehr der Auffassung, ich kaufe mir was Neues, wenn was kaputt geht. Und wenn es ums Fotografieren geht, ich bin mit dieser Kamera, die hat 21 Megapixel, die kleine Nikon hat 16. Die Sony weiß ich jetzt gar nicht, was die hat, die Augenmaß über die 20. Das reicht vollkommen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir eine neue Sony für, keine Ahnung, 2000 Euro kaufen sollte mit 42 Megapixel, weil dann geht alles hops, weil da brauche ich mehr Festplatten, mehr Speicherplatz, ich brauche einen neuen Computer und das ist ein ewiger Schwanz. Deswegen, ich werde die Kamera weiterhin verwenden und damit werde ich meine tollen Bilder für euch machen und ja, ich hätte mal gesagt, das war's jetzt, habt ihr einen Überblick bekommen. Auf meiner Homepage findet ihr auch einen Artikel, jeweils zur Fotoausrüstung und ein anderer noch zu meiner Campingausrüstung. Darüber mache ich vielleicht auch nochmal ein Video. Egal welchen Artikel ihr anklickt, da gibt es immer Affiliate-Links zu Amazon, zu Bergzeit, zu Bergfreunde, zu Fotomorgen, was auch immer. Partner, die mich unterstützen, klickt einfach drauf, ihr zahlt keinen Pfennig mehr und unterstützt mich und meine Reise etwas. Das wäre super nett von euch. So, ja, und damit sage ich Tschüss, wie immer. Folgt mir auf YouTube, klickt in mein Instagram rein, das sind meine Bilder, Facebook, Twitter, das kennt ihr ja alles. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo liebe Freunde, ich grüße euch aus Guayaquil. Und da hinten am Baum, da macht sich gerade die Camilla mit ihrer Freundin fertig. Sie ist Akrobatin und sie wird jetzt hier auf dem Baum rumturnen und ich habe die Ehre, sie zu fotografieren und es wird sicherlich lustig.